Bist du es, Mama? Nein, meine Kleine, ich bin nicht deine Mama. Ach, hallo, da seid ihr ja. Julie und Julius suchen auf der Halloween-Party ihre Eltern. Aber sie wissen gar nicht, wie die verkleidet sind. Wollt ihr wissen, ob sie Mama und Papa finden? Dann bleibt dran. Zieht schon mal eure Kostüme an, Marlene kommt gleich vorbei. Ich freue mich schon so. Dann gehen wir mit Marlene und ihrer Mama von Haus zu Haus und sammeln Süßigkeiten. Weiß ich doch. Und um 18 Uhr treffen wir uns dann am Schloss zur großen Halloween-Party. Nicht vergessen, um 18 Uhr. Ja, ist gut, Mama. Papa und ich müssen vorher noch dringend ein paar Besorgungen machen. Das ist wirklich nett von Annemarie, dass sie mit euch mitgeht. Ich bin fertig, wie sehe ich aus? Schaurig schön. Julius, soll ich dir helfen mit dem Kürbis? Ja, bitte. Ach, das werden sie schon sein. Na dann viel Spaß und nicht vergessen, um 18 Uhr treffen wir uns. Ja, weiß ich doch. Bernd, wollen wir los? Einen Moment noch bitte. Ich muss gerade das Computerprogramm fertig installieren. Wie lange dauert das denn? Wir haben noch einiges zu erledigen. Hier steht noch 30 Minuten. So lange noch? Dann müssen wir uns aber nachher wirklich beeilen. Wir sehen ja fast aus wie Zwillinge. Ja, wie witzig, wo ist denn Julius? Hier bin ich. Das ist ja mal ein originelles Kostüm. Dann lasst uns mal losziehen. Süßes und Skriptaures. Toll, gerade so rechtzeitig alles erledigt. Dann lass uns mal schnell nach Hause fahren. Wir müssen uns ja noch die Kostüme anziehen. Hoffentlich schaffen wir das alles noch rechtzeitig. Keine Angst, Annette. Natürlich schaffen wir das. Wie immer. Du immer mit deinem Optimismus. Ich hab doch auch immer recht. Du immer mit deiner Angst. Das ist jetzt aber blöd. Ach, Bernd. Ach, das haben Sie aber schön dekoriert. Wir haben noch 10 Minuten Zeit bis 18 Uhr. Sollen wir hier mit euch warten oder reingehen? Nein, danke, wir gehen alleine rein. So wie ich Mama kenne, ist die schon lange da. Ja, da hast du wohl recht. Annette macht sich ja immer so viele unbegründete Sorgen, dass sie überpünktlich ist. Also dann, viel Spaß! Danke, euch auch noch. Sag mal, Julius. Was ist denn? Ich weiß überhaupt gar nicht, was Mama und Papa sich verkleiden wollten. Das weiß ich auch nicht. Oh, na dann müssen wir mal suchen. Hoffentlich erkennen wir sie. Aua, mein Rücken. Papa, bist du das? Was? Nein, ich bin nicht dein Papa. Ich habe mir nur wehgetan, als ich mit den langen Stelzen umgeknickt bin. Ach so, bitte entschuldigen Sie. Wo sind denn Mama und Papa? Keine Angst, die finden wir schon. Lass uns mal nach oben gehen. Hier ist so viel los. Wo sind Sie denn, Noah? Wen sucht ihr denn? Ah, Geisterpiraten! Schnell weg! Vielleicht sind wir ja doch zu gruselig angezogen. Aber ihr seid doch nicht gruseliger als wir, oder? Wir sind doch viel gruseliger. Ist das ein Wettbewerb? Ja, natürlich. Wir haben das gruseligste Kostüm. Nicht wahr, Gustav? Aber vor uns sind doch die Kinder weggerannt. Was machen die denn da? Sie streiten sich darum, wer gruseliger ist. Komm, lass uns weitersuchen. Da ist ein Vampir. Hallo, ho, 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 ho. Der sieht hier aus wie Draco von Hotel Transylvanien. Bla, bla, bla. Ich sag nie bla, bla, bla. Lass uns weiter nach Mama und Papa suchen.
Wurde ich jetzt gerade ausgelacht? Na komm, gib Gas. Wir haben nur noch 10 Minuten. Wir müssen uns auch noch verkleiden. Das schaffen wir nie. Keine Angst, Annette. Das wird schon alles gut. Was war das für ein Geräusch? Ah, das war die Tankanzeige. Ich muss dringend tanken. Ernsthaft? Wir haben nur noch 10 Minuten. Dann ist es 18 Uhr. Keine Sorge, Annette. Wir schaffen das rechtzeitig. Aber da ist so eine lange Schlange an der Tankstelle. Oje. Hoffentlich kommen die Kinder etwas später an. Wo sind denn jetzt Mama und Papa? Ich weiß es nicht. Die sind ja hier alle verkleidet. Also letztes Mal war Papa als Gespenst verkleidet. Dann macht er das dieses Jahr bestimmt auch. Wir müssen nach einem Gespenst suchen. Da ist ein Gespenst. Aber kein echter. Da auch und da auch. Oh je, so viele Gespenster. Hallo, meine Kleinen. Möchtet ihr ein Glas Zaubertrank probieren? Nein, danke. Ich habe schon mal Zaubertrank getrunken. Und danach war ich unsichtbar. Komm, Julius, schnell weiter. Aber das ist doch nur Orangenlimmade. Was meint die denn mit unsichtbar? Die Kinder haben ja wirklich eine blühende Fantasie. Ach, ist hier viel los. Wo sind denn nur die Kinder? Ich kann sie nicht sehen. Am besten teilen wir uns auf. Ich gehe da lang und du suchst ihn in dieser Richtung. Warum lachst du? Da hinten hat sich einer als Papa verkleidet. Dabei sieht Papa doch gar nicht gruselig aus. Wie witzig. Da seid ihr ja. Papa, das bist du ja in echt. Natürlich. Was dachtest du denn? Ach, nix. Ach, hallo, da seid ihr ja noch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und vergesst nicht, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Die Frage der Woche lautet diesmal: Habt ihr schon mal Mama und Papa gesucht? Oder seid ihr mal verloren gegangen? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wir freuen uns darauf. Bis bald!